Herzlich willkommen, liebe Lego-Fans, zu einem Set, welches hier fast den Rahmen meines Fotostudios sprengt. Es handelt sich hierbei um das Modell 10173, den Holiday Train, den winterlichen Zug aus dem Jahr 2006 mit 965 Teilen und wie ihr seht, 7 Minifiguren. Und das sieht schon nach einer ganzen Menge Spaß aus. Das Set ist 2006 also erschienen, war allerdings nur exklusiv und auch für kurze Zeit erhältlich. Dementsprechend sind die Preise heutzutage relativ hoch. Und auch hierbei handelt es sich nicht um ein Original Holiday Train Set, sondern vielmehr um ein Bricklink Set, welches aus einzelnen Bauteilen gefertigt wurde. Das Set verkauft sich im Originalen auf eBay mittlerweile um 500-600 €, da ist der Zug aber meiner Meinung nach wirklich schon im wahrsten Sinn des Wortes abgefahren. Das Set hat mir auf Bricklink etwa 150 € gekostet. Die Teile, die darin verbaut sind, sind nicht besonders teuer, sind wenig exklusive oder seltene Teile verbaut. Einzig und allein die Bodenplatten dieser beiden längeren Waggons sind etwas teuer, die kosten so ein paar Euro. Und auch dieses Trike kostet ein paar Euro, da es schon länger nicht mehr in Lego-Sets vorgekommen ist. Aber sonst ist hier alles relativ basic und relativ einfach nachzubauen. Würde ich euch also empfehlen, wenn ihr das Set haben wollt, dann bricklinkt es euch und kauft euch die Steine einzeln dafür. Wir werfen jetzt gleich mal einen Blick auf die einzelnen Waggons und die Charaktere, die hier dabei sind. Gekostet hat das Set einmal 99 €. Und es ist jetzt wieder interessanter geworden, da ja letztes Jahr erst ein Lego winterlicher Zug erschienen ist. Ich finde diesen hier allerdings besser, das habe ich bereits in einem anderen Video gesagt. Aber egal, schauen wir uns jetzt mal diese Minifiguren an. Fangen wir mal mit dem Bordpersonal dieses Zuges hier an. Und zwar haben wir hier ganz am Anfang diesen coolen Lokführer hier mit seiner Schaufel. Der kommt, glaube ich, auch in einer ähnlichen Form bei manch anderen eher klassischeren Lego-Zug-Sets vor und mir gefällt er ganz gut hier mit seiner Uniform und den Handschuhen. Sieht auch ganz glücklich aus, also ihm macht es sichtlich Spaß, hier der Lokführer des Lego-Weihnachtszugs zu sein. Weiter geht's mit zwei sehr ähnlichen Charakteren und zwar braucht so ein Weihnachtszug natürlich auch adäquates Zugpersonal. Hier haben wir zwei Schaffner oder Ticketkontrolleure, wie auch immer man sie nennen mag, die beide sehr ähnlich aussehen, selbe Uniform, selbe Kappe. Das Einzige, was sie unterscheidet, ist, der hier ist ein bisschen jünger, der hat noch keinen Bart und der hier trägt schon ein bisschen Bart, sehen aber beide auch sehr freundlich aus. Dann kommen wir zu den Passagieren des Zuges. Hier haben wir eine sehr gut aufgelegte junge Dame mit einer Weste und ihren grauen Shorts. Also wie gesagt, diese ganzen Figuren sind, soweit ich mich erinnern kann, nicht besonders teuer von den Teilen. Die bekommt man schnell mal. Sie ist hier im Zug unterwegs mit ihrem Liebhaber, der ebenfalls dieselbe Hose trägt und einen dunkelblauen Pullover oder ein Hemd. Der sieht aber ein bisschen ernster drein. Also es schaut so aus, als wenn er die Zugfahrt nicht ganz so genießen würde wie seine Begleiterin. Dann haben wir hier noch einen, ja wie soll ich sagen, Astronauten oder einen Space-Fan in einer, ja wie soll ich sagen, Astronautenuniform. Ihm fehlt eigentlich nur mehr der Helm, dann wäre er der perfekte Astronaut. Aber stattdessen hat er hier diese ganz klassischen braunen Haare und auch, ich denke mal, nein, nicht ganz dasselbe Gesicht, aber fast dasselbe Gesicht wie der Schaffner. Zu guter Letzt haben wir hier diesen jungen Mann, oder jedenfalls denke ich, dass es ein junger Mann ist, sein Gesicht sieht jedenfalls so danach aus, mit den roten Haaren, die nur auf der Stirn angedeutet sind, denn er soll ja Kappe tragen oder Haare, dann sieht man das nicht mehr, dass er nur vorne Haare hat, mit seinem Hemd hier, ähnlich wie Indiana Jones. Auf der Rückseite ist hier kein Set bedruckt, aber das macht nichts. Kommen wir nun zum Zug selbst und starten hier mit dieser extrem coolen Lokomotive. Diese ist mit drei Achsen ausgestattet, läuft aber sehr rund um die Schienen. Ganz egal, ob ihr sie an eine 9-Volt-Bahn oder diese neueren RC-Bahnen anschließt. Die geht wirklich ab wie die Post, das habe ich probiert. Sie ist zwar kleiner, hat aber dennoch einige
coole Details hier, zum Beispiel diesen Lautsprecher oder was auch immer das verwendet wird für so ein Ventil. Hier oben auch beim Kessel diese ganzen technischen Dinge. Hier kann man sogar das Rad drehen, klassische Scheinwerfer und wie gesagt auch das Führerhaus gefällt mir ganz gut. Hier drinnen haben wir Anzeigen, damit der Lokführer auch weiß, wie hoch der Druck in dem Kessel ist. Und hier, ich bekomme es jetzt leider nicht auf, aber hier ist sogar so eine kleine Klappe, wo man dann ins Innere des Kessels schauen könnte. Dahinter ist natürlich ein Stein, also es ist nur angedeutet, ist aber dennoch ganz nett geworden, finde ich. Diese Lokomotive ist bei weitem natürlich nicht so aufwendig wie die vom Smaragd Express. Allein schon, weil hier diese ganzen Gestelle sich nicht bewegen, das ist alles starr, aber dennoch sieht die Lokomotive sehr nett aus, finde ich. Daran angeschlossen wird dann der Tenderwagen, der schon sehr weihnachtlich aussieht. Hier mit Grün, Rot und auch diesen Verzierungen mit diesen ganzen Lametta- und Glitzerdingen. Hier hinten hat er sogar so ein, ich glaube, das ist eigentlich ein Kanaldenkel, irgendeinen Schacht, wo man was hineingeben kann, hier mit den Leitern. Und wenn ihr genau seht, auch der hier hat drei Achsen, ist also genauso vom Aufbau wie die Lokomotive, auch fast gleich groß. Wenn wir die mal nebeneinander stellen, hier ist fast kein Größenunterschied. Und hier sehen wir diese Kohle, die ist zwar, denke ich mal, schwarz eigentlich hier, aber in braun gehalten. Und hier ist schon das erste kleine Detail, und zwar sitzt hier eine dicke, fette Lego-Ratte hier auf dem Tenderwagen. Wenn das Ganze hier angeschlossen ist, kommt also der Lego-Zugschaffner perfekt zu seiner Kohle und kann hier den Zug antreiben. Alles ohne Probleme. Dann kommen wir zu meinem persönlichen Highlight dieses Sets, und zwar dem langen Passagierwaggon. Dieser fährt also wirklich auf diesen längeren Bodenplatten für Züge, hat auch unten sogar so Verstrebungen, dass das sehr toll aussieht. Auch der lässt sich sehr gut auf den Schienen manövrieren. Er ist in weiß gehalten, im Gegensatz zu der Lokomotive und dem Tenderwaggon, die eher grün sind, ist er weiß, sieht aber dennoch sehr edel aus, hat auch schöne Verzierungen, große Fenster, hier die Türen, die, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein bisschen teurer sind, da die schon länger nicht mehr für Lego-Sets verwendet werden, aber das ist ganz egal. Wenn ihr das sehen solltet, kauft euch einfach andere Türen, die ähnlich aussehen. Das wird nie jemand merken, außer ihr seid wirklich ein Hardcore-Sammler. Ich habe mir, wie gesagt, die gekauft, habe dann später gesehen, dass die so teuer waren und wollte mir dann später noch billigere nehmen, egal. Hier haben auch vier Personen Platz, mit sogar einem Tisch, wo Blumen draufstehen, und dann noch zwei Personen. Hier links und hier rechts ist er relativ leer, der Zug. Und hier haben wir es wie bei einem so einen alten Wildwesternzug, hier sogar noch Platz. Hier kann der Zugführer stehen, der Zugschaffner wollte ich sagen. Und hier, wenn man ein- und aussteigt, muss man auch hier diesen Gang verwenden. Was ich interessant finde, ist, dass wir hier bei der Lok und auch bei dem Tenderwaggon überall Stiegen haben. Hier müssen die Passagiere aber raufspringen. Oder geht sich das irgendwie so aus, dass der Bahnsteig hoch genug ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind hier keine Stiegen. Der Waggon sieht aber trotzdem sehr, sehr cool aus. Dann kommen wir zum nächsten langen Waggon, der es auch in sich hat. Wie gesagt, selbe Bodenplatte, selbe Länge. Nur ist das hier der Geschenkswaggon, wo allerhand Spielzeug für die Kinder drin ist. Fangen wir mal an mit diesem coolen Trike hier. Das hat Lego früher öfters für Polizeisets verwendet, habe ich jetzt aber schon extrem lang nicht mehr in Verwendung gesehen. Dann haben wir hier etwas für die Bücherwürmer, hier ein Buch, einen Plüschhasen, der, so wie er aussieht, auch für Duplo-Sets verwendet werden könnte, denn der ist wirklich riesengroß. Eine Blume, wahrscheinlich eher für die Damenwelt unter uns. Ein Apfel, wer den bekommt, hat wirklich, wie soll ich sagen, ein verdientes Geschenk natürlich. Das Skateboard ist hier auch schon mit dabei, das gibt es bei Lego wirklich schon sehr lange. Und was haben wir hier noch? Ein zweites Buch in rosa, wohl eher für Mädchen gedacht. Machen wir hier zu. Diese Bücher habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen bei Lego Sets. Noch ein Buch, also wirklich, hier wird nicht gespart an Geschenken, und auch hier so eine kleine, ich weiß nicht, ist das eine echte Katze? Kann leicht sein. Das ist eigentlich die Größe, die bei Lego immer verwendet wird für Katzen.
Das kann sein, dass das eine echte Katze ist. Die wird hier auch transportiert. Und ihr seht es, allerhand Geschenke in allen Größen und Formationen. Hier hat wirklich viel Platz in diesem Waggon. Hier ist sogar noch ein zweiter Apfel drin. Und ja, wie gesagt, die anderen Geschenke sind alle schon verpackt. Da schauen wir jetzt nicht rein, denn es ist noch nicht Weihnachten und wir wollen ja nicht die Überraschung verderben. Das könnt ihr dann selbst machen, wenn ihr das Set habt. Aber der Waggon sieht auch echt cool aus, wenn der so auf den Schienen dahin gleitet mit den ganzen Geschenken. Der Aufbau her ist eher einfacher, aber trotzdem sehr nett und sehr gelungen. Dann fehlen uns noch zwei Waggons hier bei diesem Set. Und zwar haben wir jetzt einen etwas kürzeren Waggon, den Weihnachtsbaumtransporter. Der ist ganz einfach vom Aufbau eher in Rot gehalten mit drei großen Weihnachtsbäumen und hier diesen Stäben. Die sind zwar doppelt gehalten hier oben und unten, fallen aber dennoch relativ leicht ab. Also wie gesagt, das hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Dafür sieht er recht cool aus. Hier haben wir drei Weihnachtsbäume mit an Bord und hier auch wieder eine Ratte, warum auch immer diese Ratten zum damaligen Zeitpunkt so beliebt waren. Und als gutes letztes Stück hier bei diesem Set haben wir den Lego Weihnachtszug Begleitwagen. Der sieht wieder so aus wie ein Wildwesternwagen, aber natürlich auch im Weihnachtsstil gehalten hier mit diesen Verzierungen. Der hat lustigerweise hier wieder diese Leitern, die ich beim originalen Zug nicht gesehen habe. Hier etwas erhöht. Hier kann man natürlich das Dach auf aufmachen. Innen ist der aber komplett leer. Also hier ist überhaupt nichts einrichtungsmäßig. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der noch ein bisschen verziert ist an der Innenseite, aber nichts da. Der ist ganz leer. Hier haben wir oben noch eine Leiter, damit man aufs Dach hinauf kann. Wird anscheinend auch beheizt, da hier ein Schornstein ist. Und ich muss sagen, gefällt mir eigentlich sehr gut. Hier ist auch übrigens wieder diese Tür, die relativ teuer ist. Das macht schon einiges her, würde ich sagen. So, ich habe den Zug jetzt mal so aufgestellt, da ich sonst wieder Probleme habe, ihn in diesen Schaukasten hier zu bekommen. Das Set ist übrigens zum damaligen Zeitpunkt erschienen, als Lego gerade auf diese neue Power Functions Serie umgestellt hatte. Das ist aber eigentlich noch ein Zug, den man sehr gut auch mit dem 9-Volt-System konfigurieren kann. Ich habe schon öfters gesehen, dass Leute hier den 9-Volt-Motor direkt in der Lokomotive oder auch hier in diesem Tenderwagen verbauen. Es dürfte auch sehr gut gehen, wenn man ihn einfach hier ganz normal, wie zum Beispiel beim Metroliner, hier an diesen großen Waggon gibt. Oder überall anders natürlich auch, je weiter hinten, desto schlechter ist wahrscheinlich dann die Endgeschwindigkeit, aber das macht nichts. Ich finde das Set total cool. Wie gesagt, Bricklinkt es euch, wenn es euch gefallen sollte. Habe etwa 150 Euro bezahlt, habe ich schon gesagt. Und dieses Set ist um Welten besser als der neue Weihnachtszug, der zwar im Detail ein bisschen vielversprechender ist, jedoch ist er etwa nur halb so lang, die Waggons sind viel kürzer und es fehlt sogar ein Waggon. Also schlagt hier zu, wenn ihr auf der Suche nach einem Weihnachtsset seid, welches nicht so Mainstream ist. Der Lego Holiday Train aus dem Jahr 2006 wird eure Wünsche auf jeden Fall in Erfüllung gehen lassen. Das Set bekommt von mir 9 von 10 Punkten und ist wirklich in jeder Lego-Weihnachtswelt gern gesehen. Bis zum nächsten Video und ciao!